Sondern es geht eigentlich jetzt darum, zu überlegen, wie kann denn die Zukunft aussehen, nachdem diese Geschichte eigentlich kollabiert ist. Und ich meine, die ist schon kollabiert. Also weil die Wirtschaft, die hangelt sich ja von einer Krise zur nächsten, Bankenkrise und Wirtschaftskrise und Ökokrise und Zinskrise und so. Und deshalb bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich denke, es geht darum, eigentlich die Zukunft zu gestalten. Und da ist das Grundeinkommen eine ganz wichtige Sache. We now have the possibility of laying out a global external brain so that everyone with little cheap mobile technologies can go up there and engage each other directly. Eliminate the middlemen. All those giant vertically integrated organizations that led us to the 1% and the 99%. And we can engage each other directly. This allows us to begin to think as a single human family in all of our distributed diversity, because this is a distributed, not a centralized grid. If you look at Google Trends, you see that Occupy was a transition point in American debates over income inequality. And that marked this clash for the first time. For 15 years, the social was embedded in the economic, and the social was embedded in the political. In the last 5 years, they're diverging. The same power of social production that allows for tremendously effective social mobilization is now coming to bear against the social disruption that these new economic models are building as they extend from knowledge production to services. If we cannot solve that tension, we are in for severe disruption. Thank you. Sind halt eine schöne Plattform, um viele Dinge zu ermöglichen, für Menschen sehr niederschwellig einzusteigen, selber Werte zu generieren, beizutragen, mehrere Rollen einzunehmen, sei es als Produzent, sei es als Konsument. Es kann Menschen auch empowern, also bekräftigen, es kann soziale Bindungen erzeugen und so weiter. Also alles Effekte, die eigentlich sehr gut, positiv sind, förderungswürdig sind, gesellschaftlich dienlich sind, auch deswegen auch von Gesellschaft und Politik unterstützt werden sollten. Aber es ist natürlich immer die Frage, wem gehört die Plattform und die Werte, die dort generiert werden, wem kommen die letztendlich zugute? Im Grunde ist es doch so, also gerade bei längeren Projekten ist es ein bisschen anders, aber gerade auf Aufgabenebene kann man bei den meisten Sachen sagen, okay, ich habe ein gutes Gefühl mit dem Ergebnis, also jetzt bei Aufgaben, die nicht länger als einen Tag dauern, oder also auf beiden Seiten auch, als Auftraggeber und als Auftragnehmer. Und wir versuchen das zu forcieren, dass wir eben sozusagen da ergebnisorientierter sind und der Preis und auch die Anzahl der Arbeitsminuten vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rücken. Das heißt, auch auf Anbieterseite, wenn man effizienter ist und gewisse Sachen effizienter erledigt, ist es dem Auftraggeber auch egal, wenn er vielleicht mal ein bisschen mehr bezahlt, und umgekehrt ist es genauso. Ja. Und als ich das Bloggen entdeckt habe, wusste ich sofort, das ist die Möglichkeit, mit anderen zu sprechen, die in Frage kommen, die für diese Art von Gespräch überhaupt in Frage kommen. Und dann habe ich das eben die letzten 11 Jahre gemacht und es hat sich genau so ergeben. Es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich kann mit Leuten in den USA, in Kanada reden. Ich komme auf Ideen, auf die ich gar nicht selber kommen kann, weil ich Sachen finde, die andere, ja, wie soll ich sagen, über mein Netz mir zuspielen. Und das ist einfach unglaublich lebensbereichernd. Das ist, wo meine gesamte persönliche Entwicklung inzwischen drin steht, was fachlich angeht, was also meine wirklich arbeitsbezogene Fähigkeiten angeht. Und ja, ich fühle mich überhaupt nie alleine. Wir haben hier das Basic Income Women Action Group gegründet und ich habe halt dann versucht, Kontakte zu erstellen mit Frauen international. Und ich verfolge also sehr stark, was in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich passiert und dann auch in den UK, also im United Kingdom. Da gibt es auch ein paar Bewegungen, die von Frauen geleitet werden.